Chile im Ausnahmezustand. Das südamerikanische Land ist von zahlreichen großflächigen und schweren Waldbränden bedroht. Die Feuer sind so schwer, dass erste Rufe nach internationaler Hilfe bei der Bekämpfung der Brände laut werden. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet beschreibt den Ernst der Lage. Das ist das größte Waldbranddesaster unserer Geschichte. Die größten Feuer in ihrer Fläche. Sie sind 20 Mal schlimmer als letztes Jahr mit 44 aktiven Brandherden, die 7 Regionen des Landes bedrohen. Das südamerikanische Land rief bereits in der letzten Woche den nationalen Notstand aus. Die Forstbehörden gehen davon aus, dass die Brände von Menschen verursacht wurden. Dass die Feuer absichtlich gelegt wurden, konnte man allerdings bisher nicht feststellen.